Zum strikten Grundwissen gehört auch, dass man weiß, wie man Knopflöcher strickt. Ich zeige jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sie gestrickt werden können. Das sind eigentlich die gängigsten Knopflöcher. Für ein kleines Knopfloch mache ich einen Umschlag und stricke anschließend die nächsten zwei Maschen zusammen. Das heißt, ich stricke beide Maschen so zusammen, wie wenn es eine Masche wäre. Dasselbe kann ich auch umgekehrt machen, dass ich zuerst zwei Maschen zusammenstricke und anschließend einen Umschlag mache. In der nächsten Reihe, wenn ich aus doppelte oder zusammengestrickte Masche und Umschlag treffe, der Umschlag, stricke ich einfach ganz normal weiter. Ich stricke mal die Reihe zu Ende, dass wir die Knopflöcher sehen können. Hier sind jetzt die Knopflöcher. Und ob jetzt zuerst Umschlag oder zuerst Maschen zusammengestrickt, sie sehen eigentlich ziemlich gleich aus, die Knopflöcher. Eine zweite Möglichkeit, Knopflöcher zu machen, bei der die Größe auch variiert werden kann, ist, indem Maschen abgekettet werden. Das heißt, auf der rechten Nadel, Maschen, die gestrickt wurden, wird die zweite Masche über die erste gezogen. Ich mache jetzt mal ein Knopfloch, indem ich zwei Maschen abkette. Das ist also das Loch. Das kann man beliebig erweitern. Bei ganz großen Knöpfen wird man vielleicht sogar fünf Maschen abketten. Das muss man ausprobieren. Und wenn man dann die Rückreihe strickt, dann muss man natürlich wieder die Maschen, die fehlen, dazu kriegen. Das zeige ich gleich, wie das geht. Also zwei Maschen habe ich abgekettet. Die schlinge ich jetzt einfach auf die Nadel. Das heißt, ich mache so eine Schlaufe und lege sie auf die Nadel, ziehe sie ein bisschen an. Eine Schlaufe und anziehen. Danach stricke ich weiter. Und bei der ersten Masche muss man dann auch den Faden ein bisschen anziehen, dass kein größeres Loch entsteht, als man haben möchte. In der nächsten Reihe kann man die aufgeschlungene Masche einfach abstrecken. Und so sieht dieses zweite, etwas größere Knopfloch aus.